Hey Leute, ich habe eine neue Monster-Hype-Puppe. Sie kam heute an und ich bin echt so glücklich, dass ich sie jetzt habe. Und ja, oh Gott, ich liebe sie. Ja, also ich zeige es euch natürlich. Also hier steht, ist das Monster-Logo? Monster High. Und wer wird's wohl sein? Abby! Oh, sie ist so toll. Ja, also ich zeige euch jetzt erstmal die Box. Ja, also das ist die Box. Wieder hier mit dem schönen Hintergrund. Hier ist die DVD. Hier ist das Monster High Logo. Monster High. Hier ist Abby. Ist sie nicht toll? Oh, ich liebe sie. Ihre Haare sehen total cool aus, aber leider haben sie das nicht so als Puppe hingekriegt. Ja, hier steht Abby Bonneville. Dann ist hier auf ganz vielen Sprachen 13 Wünsche. Also 13 Wishes, 13 Wünsche und keine Ahnung was alles. Dann wieder hier mit dem Genie-Dampf. Hier auch. Hier. Und dann steht hier nochmal Monster High. Und hier nochmal der Genie-Dampf. Ja. Und hier auf der Rückseite finde ich auch cool, dass Abby dabei ist. Hier ist dann nochmal Monster High. Dann Haunt the Casper oder Party Mode. Ich finde Haunt the Casper oder Haunt the Casper immer noch besser. Dann Abby Bonneville, Tochter des Yetis. Dann ist hier Claudine, die ich ja schon habe, Gott sei Dank. Hier ist sie. Dann Frankie, habe ich leider nicht, kommt noch. Abby, oh, sie ist so toll. Und Draculaura. Und dann ist hier nochmal 13 Wünsche. Und, wo ist in Deutsch? Da. Durch eine geheimnisvolle Wunderlampe wird das Tragen dieses Kleides zu einem wahr gewordenen Traum. Ich finde diesen Text ziemlich schmalzig, ganz ehrlich gesagt. Weil warum sollte durch ein Tragen eines Kleides ein Traum wahr werden? Also, finde ich ein bisschen schnulzig. Ja, und hier ist sie, Abby. Oh, ist sie nicht Hammer? Vor allen Dingen, ich muss sie ja haben, ehrlich, weil ich finde sie erstens total geil. Und zweitens ist sie ja limitiert. Erzählen zumeist, zumindest viele, dass die auf 3000 Stück in Deutschland limitiert ist. Also so, dass es halt eine europäische Version ist. Ja, und hier ist Abby. Also Abby hat so, ich weiß nicht, ist es weiß, blond, ich habe keine Ahnung. So eine Mischung aus weiß und blond. So gelockte Haare. Aber die sind total weich. Und dann hat sie noch so Goldglitzersträhnchen drin. Ganz, ganz viele. Dann finde ich sie hier cool. Das sind ihre lila, pink und blauen Strähnen sehen hier so zur Seite gemacht. Wo ist denn meine Hand da? Da. Also geht von da bis da, so über ihren Kopf, wie so ein Haarreif. Und dann ist es hier zusammen gemacht, die Haare. Dann sind sie hier so wuschig. Ja. Finde ich echt cool. Dann, ihre Ohrringe sind auf 7:30. Der auch. Gut. Sieht schon ganz anders aus. So, dann hat sie eine. Ich weiß nicht, was das ist. Ich nenne es jetzt mal Diadem. Ich habe keine Ahnung. So ein Kopfband halt eben. Das ist, hat auch hier so eine Sternflocke. So eine Sternflocke, so eine Schneeflocke. Und dann läuft hier so runter wie so Eiszapfen. Dann hat sie goldenes Make-up und ja, lilane Augenbrauen. So rosa lilane Augen und einen rosa Lippenstift. Ihre Ohrringe sind auch so kristallmäßig, halt Gold. Die andere Seite genauso. Dann hat sie eine kleine Kette, also so eine ganz kleine Kette an. Da ist auch vorne drauf eine Schneeflocke. Dann hat sie an beiden Armen auch solche großen, ja, solche großen Armreifen. Das sind auch so Kristalloptik. Sieht echt mega geil aus. Und ihr Outfit ist mega. Oh, ich liebe sie. Ja, das hat hier so einen spitzen Kragen. Und das sind auf Gold, so Goldmuster drauf. Dann ist das Oberteil hier Gold. Und was ich entdeckt habe, die hat hier noch so weiße, so wie so gesprengtes Eis sieht es aus. Habe ich entdeckt. Ja, dann hat sie einen goldenen Gürtel. Der ist auch so kristallig. Alles so eisig, halt Gold natürlich. Dann hat sie hier einen schwarzen Stoff. Da sind auch so schwarze Muster drauf, so Schneeflocken und keine Ahnung was alles. Und dann ist hier noch was längeres Weißes. Da sind auch Schneeflocken und so
so komische Linien drauf, auch Gold. Und ja, dann hat sie einen Unterrock an, der ist türkis und rosa. Und dann hier ist nochmal so eine, so schwarzes, keine Ahnung, Spitze eben. Und hier ist dann nochmal der Unterrock türkis. Und ich finde, diese Abby hat ein bisschen was Weihnachtliches. Ja, weil da hier lautet diese Sternchen sind und so. Und ich finde, durch ihr Eisdesign ist diese Abby irgendwie so leicht weihnachtlich. Also wenn man ihr jetzt Flügel verpassen würde, würde sie einen besseren Weihnachtsengel. Ja, das ist ein Kompliment, keine, ja, keine Beleidigung. Dann ihre Schuhe. Sie haben einen goldenen Absatz und auch so schmelzendes Eis so runterlaufend. Ich weiß nicht, ob man das durch die Kamera sieht. Ich habe keine Ahnung. Jetzt sieht man es vielleicht. Ja, und dann ist hier am Fuß das so weiß. Und hier vorne sind auch nochmal so Kristalle. Also echt cool. Echt cool gemacht, diese Abby. Gefällt mir echt gut. Ja, das war Abby. Ihr seht nicht toll. Also kauft sie euch. Wer sie noch nicht hat, holt sie euch. Das ist, diese Abby ist echt cool. Ja, dabei war wieder so ein Ghouls Alive-Puppenständer, die ich übrigens besser finde, weil der andere, der zwickt ja immer an die Hüften diese Klamotten so ein. Das sieht nicht so toll aus. Ja, dann war dabei diese schwarze Bürste. Wieder, ja, jeder kennt sie. Monster-Totenkopf und Monster-High als Griff. Ja. Wie gesagt, der Ständer war dabei. Diese Karte mit Abby. Und dann ist hier nochmal Abby Bonneville. Und auf der Rückseite sind andersrum. Abby, Draculaura, Frankie, Claudine und Gigi. Was Gigi da macht, frage ich mich immer noch. Na egal. Und ihre Wunderlampe ist schneeweiß, wie ihre Schuhe. Beide ist es weiß. Komischerweise geht die leichter auf und zu wie Claudines. Also bei Claudine muss man, hört man auch, geht schwerer und bei Abby. Ja, geht so halt ganz leicht auf. Ja, also die ist vom Design her gleich, halt nur in Schneeweiß. Und juhu, das war's eigentlich. Das ist meine Abby. Und ja. Und wie gesagt, ich kauft sie euch, weil sie noch nicht hat. Denn diese Abby ist echt ein Traum und die muss man einfach haben. Ja, das war mein Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bitte kommentiert, bitte liken. Abonnieren wäre schön. Wenn ihr es noch nicht habt, würde mich freuen. Abonniere ich auf jeden Fall zurück. Ich habe schon richtig viele. Ich weiß jetzt nicht genau die Zahl. Ich glaube, irgendwas mit 260 oder so. Oder knapper mit 260. Ich habe echt viel. Und ja, wie gesagt, abonnieren, liken, wäre schön. Ja, und ich habe euch ganz, 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 ganz doll lieb. Und ihr seid die besten Abonnenten, die ich je hatte oder habe. Und ja, bis zum nächsten Video. Bye, bye.